Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Prepare and Hope. Prepare and Hope steht für auf das Schlimmste vorbereitet sein und auf das Beste hoffen. Und heute endlich mal wieder mit Andreas Lambrou. Er war jetzt überall in der Weltgeschichte unterwegs und heute hat er endlich mal wieder Zeit, mit uns über die Aktien, über die Rohstoffe und über die Wirtschaft zu sprechen. Lieber Andreas, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo Robert, freue mich auf jeden Fall, dass du wieder Zeit gefunden hast für ein kurzes Gespräch. In der Tat, ich war jetzt unterwegs in ganz Europa, habe mir die ganze Lage dort sozusagen angeschaut, auch für meine Investments sozusagen, war in Deutschland, bin nach Dänemark gefahren, habe mir dort sozusagen die Flüchtlingspolitik von der dänischen Seite aus angeschaut, auch die Natur dort und auch die Differenzen, die momentan in Europa noch bestehen. Also man hat ja so das Gefühl, in Deutschland, es wird immer voller, wenn man Züge geht und also die ganze Infrastruktur ist für diese Masse an Menschen eigentlich gar nicht ausgelegt, ne, sage ich mal so. Und dann fährst du rüber über Flensburg, über die dänische Grenze und auf einmal hast du da freie Flächen, hast auf einmal riesige Felder und Häuser, die, sage ich mal, nur einen Bruchteil kosten von dem, was es in Deutschland kostet. Ne? Da habe ich einige sehr interessante, spannende Reiseeindrücke mitgebracht. Ja, Andreas, das würde mich auch als allererstes mal interessieren. Du bist ja jetzt wirklich jemand, der viel rumkommt und der die wenigste Zeit in Deutschland verbringt. Du hast aber ja sicherlich mitbekommen, wir haben halt massive wirtschaftliche Probleme. Die Energieversorgung ist auch extremst am Wackeln. Wenn du so von draußen reinschaust, was für einen Eindruck macht das für dich? Ja, also ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, wie blindlings die Politik sozusagen oder auch nicht nur die Politik, Wirtschaft zum Teil auch oder auch die Menschen, die in Deutschland leben. Mir kommt so immer das Gefühl, das ist so die Vogel-Strauß-Taktik, den Kopf irgendwie in den Sand zu stecken, sagen, irgendwie wird es schon gut gehen, irgendwie werden die schon da oben wissen, was sie da tun. Aber dass damit sozusagen unser wirtschaftliches Fundament, ne, dass das ganze Fundament unterhöhlt wird, dass unsere Kaufkraft massiv an Wert verliert, die Lebensmittelpreise explodieren. Also ein einfaches Beispiel, früher hieß es immer, Dänemark sei ein sehr teures Land im Vergleich zu Deutschland, dass man dort im Supermarkt sozusagen mindestens ein Drittel mehr rechnen muss. Ne? Und ich bin mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren, habe mir das alles angeschaut, habe eingekauft und zum Beispiel Fleischwaren waren jetzt in Dänemark nicht mehr teurer als in Deutschland. Da gibt es also in Deutschland wirklich, obwohl die Kaufkraft, also das Einkommen sind schlechter in Deutschland, das frage ich mich dann, wie soll man sich denn heutzutage in Deutschland, also da spare ich, obwohl es mir jetzt persönlich jetzt nicht unbedingt schlecht geht, aber wenn ich jetzt ein Steak sehe im Supermarkt und dafür dann 20 oder 30 Euro auf den Tisch legen soll, ne, noch nicht mal zubereitet, früher habe ich das im Restaurant bezahlt, heute bezahle ich das sozusagen im Supermarkt. Und das sind dann schon ganz, ganz große Unterschiede, die den Lebensstandard meines Erachtens extrem auch gefährden in Deutschland oder auch schon vernichtet haben. Ne? Also ich sehe momentan auch, früher bin ich in meiner alten Heimat dann in den Edeka gegangen, ne, wo dann ein bisschen bessere Preise auch waren. Und heute sehe ich sozusagen viele Menschen, die weichen aus auf Netto, Penny und solche günstigeren Supermärkte. Ne? Also die sparen sozusagen am Essen sehr viele Menschen mittlerweile. Na gut, das war ja in Deutschland immer schon so ein Thema. Das hieß früher immer schon, in Frankreich ist das Essen viel teurer, aber eben auch viel besser. Und hier war es immer so, dass man da sehr drauf geschaut hat. Aber ja, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, weil du ja viel unterwegs bist, aber es gibt Gerüchte, dass der Aldi die Preise im Januar um 25% anheben will. Begründet wird das Ganze mit der Mauterhöhung. Die Maut soll ja in Deutschland um 80% erhöht werden und auf 3,5 Tonnen runter. Dann haben wir die Anhebung der CO2-Steuer und die wieder 19% auf die Energien. Und das macht summa summarum dann 25-30% auf alles. Und ist das denn nur in Deutschland alles so extrem teuer geworden oder siehst du auch in anderen Ländern Parallelen oder ist das ja ein deutsches Phänomen?
Ja, grundsätzlich muss man schon sagen, dass es in anderen Ländern auch natürlich eine Inflationskipprate gibt und es gab auch starke Anstiege überhaupt in meinen Lebenshaltungskosten. Also früher kam ich sicherlich mit 20% weniger Budget sehr viel leichter über den Weg und hatte immer noch Freiräume, sage ich mal, und mittlerweile 20% mehr und zahle ich auch überall, wo ich bin, auch in Zypern, auch in, das ist natürlich genauso. Auch in Spanien zum Beispiel, ne, da zahlt man auch mehr. Aber es ist, ja, ich glaube, in Deutschland hat es noch mal ein Stück weit stärkere Auswirkungen gehabt. Also ich bekomme hier immer noch überall relativ günstige Waren, wenn ich das möchte, ne? Also ich kann schon noch einsparen. Und in Deutschland habe ich so das Gefühl, selbst wenn ich dann schon extrem einspare, so viel weniger kann ich nicht ausgeben. Das heißt, es ist schon, früher gab es schon eine Diskrepanz. Auch Deutschland war extrem günstig, was Lebensmittel betrifft, wie du sagtest auch, ne? Das hatte die Eigenheit in Deutschland, dass man immer billig machte und anderen Genau. Ländern nicht so drauf geschaut hat. Und deswegen kam ja auch diese Discounter, Lidl, Aldi überall ganz groß raus, ne? Aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass diese Preisdifferenz zusammengeschmolzen ist und man in Deutschland eben, wie gesagt, mehr oder weniger die gleichen Preise hat als überall in Europa und damit natürlich auch die verfügbaren Einkommen natürlich stark gesunken sind, weil natürlich der Deutsche dann immer noch ein bisschen mehr in die Rentenkasse einzahlen muss, in Sozialsysteme, in Steuern abführen muss, Energiekosten, ne? Ich habe zum Beispiel mein Dieselauto außerhalb Deutschlands immer noch für 1,50 € den Liter betanken können. In Deutschland ging es jetzt kürzlich auf 2 € pro Liter hoch, ne? Das sind auch alles, das macht dann pro Tankfüllung dann auch mal 20, 30 € Differenz aus, ne? Und das sind natürlich solche Sachen, wo ich dann feststelle, ja, früher war Deutschland immer das Bessere Land in Europa, habe würde ich sagen, also dass man da noch relativ günstig mit einem, ich sage mal, mit 1000, 1500 € im Monat netto noch gut zurechtkam. Das ist mir unbegreiflich, wie das heute möglich sein soll, ne? Mit allen Extrakosten, die dann verbunden sind Ja, mit ja. dem Leben in Und Deutschland. vor allen Dingen, wie gesagt, mit der Perspektive ab dem 1.1., weil da kommt ja dann nochmal eine Preisexplosion, die werden sich viele gar nicht mehr leisten können. Ja, du, wir haben es ja schon jetzt gesagt, die Wirtschaft ist am Darben und viele Großkonzerne verlagern, viele kleine Mittelständler müssen kapitulieren. Ist denn die Wirtschaft in den anderen europäischen Ländern auch so am Kränkeln oder ist das auch ein deutsches Phänomen? Ja, ich glaube, der ganz starke Rückgang, das ist auch wiederum sehr stark auf Deutschland ausgerichtetes Phänomen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass andere Länder, zum Beispiel jetzt mal Frankreich angesprochen. Wir hatten ja im März, im Frühjahr hatte ich zum Beispiel, hatten wir auch drüber gesprochen, als die Atomkraftwerke abgestellt wurden. Da wurde es dann nochmal eng bei uns mit der Stromversorgung. Mittlerweile hat man über den Sommer so viel Strom wie noch nie importieren müssen. Und obwohl man eigentlich ja Solarzellen hat und alles Mögliche, ne, und dann eigentlich damit glänzen wollte, dass man ja alles ersetzen kann. Aber trotzdem hat man in diesen Flautestunden immer mehr Strom aus dem Nachbarland Frankreich importieren müssen, Atomstrom natürlich. Und da gab es natürlich einige interessante Entwicklungen. Ich hatte darauf gesetzt, hatte auch ein Portfolio ausgerichtet, hatte Uran gekauft, hatte Uranaktien gekauft und die sind unisono innerhalb der letzten 6 Monate um 50% gestiegen. Das Wow. heißt, irgendwas habe ich richtig gemacht, muss man sagen. Also habe das vorhergesehen, diese Energiekrise und du genauso, ne? Und wir kamen sozusagen überein, dass man mit Atom- und Uraninvestments jetzt nichts falsch machen kann und das ging voll auf, diese ganze Geschichte. Und man sieht ja, Frankreich baut jetzt nach und nach immer weiter und immer mehr wieder auf die Atomenergie, plant wieder mehr Atomkraftwerke. Ich glaube, Und vier es gab Stück auch wollen sie eine, jetzt zusätzlich bauen, ne? genau. Und es gab noch eine Diskussion auch im Europäischen Parlament, glaube ich, um die Behandlung des Stroms, wie man sozusagen die Strompreise in Zukunft festlegen will für die Industrie etc. Und Frankreich, es war eine recht komplizierte Diskussion, aber im Großen und Ganzen wollte Frankreich einfach den Atomstromanteil für seine Industrie höher halten und damit die Energiepreise erschwinglich halten, die Strompreise. In Deutschland genau das Umgekehrte. Man will die Strompreise, habe ich das Gefühl, so möglichst an den
höchsten Punkt treiben, der nur irgendwie möglich ist und für den es eigentlich auch gar keine wirtschaftliche Begründung gibt, aber Hauptsache jeder zahlt mehr. Und da gab es dann einen riesen Konflikt im Euro, in der EU, ne, dass man dann Frankreich will den Strom erschwinglich halten auf irgendwie und in Deutschland will den hochhalten und dann gab es dann so Probleme in der Diskussion, ne? Und am Ende, ich weiß nicht, man hat sich, glaube ich, noch nicht auf irgendetwas geeinigt. Letztendlich muss Deutschland einsehen oder auch die Industrie versucht ja auch ein bisschen auf die Politik einzuwirken, dass die Strompreise in Deutschland ja doch eigentlich zu hoch sind und dass sie eigentlich lieber tiefer sein sollten. Aber ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ob es da überhaupt eine Chance gibt. Also direkte Subventionen waren im Gespräch, dass man den Strompreis subventioniert, aber das ist ja auch ein Fass ohne Boden. Wenn man einmal damit anfängt, dann ist die Differenz wird immer größer und was vom Staat abgeschöpft wird, also dann da kommen wir auch nicht auf den grünen Zweig. Ja, dazu gibt es eigentlich drei Sachen zu sagen. Das erste ist Subventionen. Wer zahlt Subventionen? Der Steuerzahler. Und die ganzen Erneuerbaren sind ja schon mit Subventionen gepimpert und das zahlt ja schon alles der Steuerzahler und bei dem ist meiner Meinung nach einfach nichts mehr zu holen. Das zweite ist, wenn Energie nicht wettbewerbsfähig ist, kann eine Industrie nicht wettbewerbsfähig produzieren. Und das dritte ist, dass die deutsche Energieversorgung, also die, die die Energie bereitstellen, die Kraftwerke, sind so weit runtergefahren, dass wir auf absehbare Zeit einfach nicht genügend günstigen Strom bereitstellen können. Und Punkt 4, den hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben uns ja komplett abhängig gemacht von den teuersten Energiequellen, die es gibt, nämlich LNG per Schiff. So, und damit ist aus meiner Sicht die deutsche Wirtschaft, also zumindest die, die hier verbleiben muss und die nicht für den täglichen Bedarf da ist, ist tot, weil sie einfach keine Perspektive hat. Denn wenn ich ein Produkt zu teuer anbieten muss, dann wird es auf dem Weltmarkt nicht gekauft und der deutsche Bürger kann es schon zweimal nicht mehr kaufen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel Autoindustrie. Selbst wenn ein deutscher Bürger noch ein deutsches E-Auto kaufen wollte, um deutsche Industrie zu stützen, kann er sich es nicht mehr leisten. So, und die ganzen anderen Sachen, die dann noch mit zu tun haben, brauchen wir hier gar nicht zu nehmen. Also muss man attestieren, die deutsche Wirtschaft ist fertig. Und diese Auswirkungen werden wir spätestens im Frühjahr nächsten Jahres erleben. Weil dann wird Energie ja noch knapper, dann sind die Gasspeicher leer. Und wenn es ganz schlimm kommt und Putin auch noch das letzte Gas abstellt oder einfach kein LNG mehr liefert, weil er ist ja auch der größte LNG-Lieferant für Europa, dann ist hier sowieso alles am Ende. Und die Politik tut ja gerade alles, Putin weiter zu provozieren, indem sie Waffen in die Ukraine liefert. Also ich kann es nach wie vor überhaupt nicht nachvollziehen, welche Strategie die deutsche Politik momentan fährt, wenn man voraussetzt, dass die Politik ja eigentlich alles tun sollte, die Wirtschaft zu unterstützen, dann sehe ich zumindest nicht, wie das gehen soll. Und du hast gerade Frankreich angesprochen. Ich bin mir sicher, dass die Franzosen im Zweifel sogar Krach in der EU provozieren würden, um halt ihre Industrie zu fördern. Und das fehlt mir hier in Deutschland momentan komplett. Also ich bin momentan auch aufs Portfolio-Sicht so aufgebaut, dass ich im Grunde ja deutsche Unternehmen praktisch nicht vertreten habe in meinem Depot, ne, und auch in meinem Cambridge Insider Club Investment Depot. Also ich setze auf norwegische Gasfirmen, die jetzt davon profitieren, dass jetzt die Gasspeicher wieder gefüllt werden müssen, dass die jetzt auch wieder höhere Preise bekommen, dass das LNG natürlich unerschwinglich ist im Vergleich zu Pipeline-Gas. Das heißt, es wird immer nur 100% Auslastung geben von Pipelines. Ja. Also sobald ich eine Pipeline habe von Norwegen nach Deutschland, dann wird die sozusagen immer 100% ausgelastet sein, ohne Hinterfragung, ne? Und nach Russland, die Pipelines wurden mehr oder weniger ausgeschaltet. Da sehe ich momentan auch gar keine politischen Lösungswillen oder Ansätze, wie man das wieder zurückgewinnen könnte. Also von dem her. Putin hat jetzt letzte Tage war der auf einem Treffen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Ort, wo das war. Waldai Club. Genau, Waldai Club, da war er. Und da hat er ganz klar gesagt, es gibt noch eine verbliebene Röhre von Nord Stream und man müsste ihm nur sagen, er soll die Leitung aufmachen, er würde sie sofort öffnen. Aber das passiert ja leider nicht. Und ja, es ist schon ziemlich dramatisch. Du bist ja Rohstoffexperte. Und was würdest du denn unseren Zuschauern sagen? Was sind momentan in dem Bereich gute Invests? Und was mich auch natürlich interessieren würde, wir haben ja
eine Wirtschaftskrise, wir haben eine riesige Inflation. Wie siehst du das momentan? Sollte man einen Teil deines Geldes in Gold anlegen? Denn immer noch haben viele Deutsche ihr Geld auf der Deutschen Bank liegen, also ganz normal auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch, gerade ältere Menschen, weil sie einfach Angst haben vor diesen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, modernen Investments. Aber wie siehst du das momentan? Was sollte ein Deutscher tun, der, ich sage jetzt mal, 50 oder 100.000 Euro Bargeld auf der Bank liegen hat? Ja, also ganz wichtig momentan, es gibt wieder Zinsen. Das heißt, im Moment würde ich auf jeden Fall schauen, dass das Geld nicht irgendwie bei einer Bank auf einem Konto liegt, wo es dann nur spärlich verzinst ist. Das heißt, gerne Telefonhörer in die Hand nehmen, mal zur Bank gehen und sich mal beraten lassen oder auch extern, sage ich mal, lieber beraten lassen, damit man weiß, was gespielt wird. Eine Bank will keine Geschenke machen. Deswegen viele, sage ich mal, Geldeinlagen bei Banken sind immer noch tiefstmöglich verzinst und obwohl man im Geldmarkt, also selbst im europäischen, die Europäische Zentralbank zahlt schon höhere Zinsen, dann ist man sozusagen direkt Gläubiger des Staats. Ne? Das ist, man übergeht damit dann sozusagen die Banken. Also wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, die in 3 Monaten fällig wird oder die in 6 Monaten fällig wird, dann kriege ich sozusagen einen besseren Zins als bei den Banken und ich habe dann das Ausfallrisiko der Bank, weil es die Bank irgendwas schief geht. Falls die irgendwelche Kredite vergeben haben, dann ist das Ausfallrisiko der Bank dann auch eliminiert damit. Das kann man momentan als Investor sehr gut machen. Das bringt auch die Banken zum Teil unter Druck, ziemlich unter Druck, weil Anleger, die wissen, was sie mit ihrem Geld tun, das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt für Banken, weil die haben dann ein eigenes Depot, legen da ihre Anleihen rein, legen ihre Aktien dann rein und damit ist man dann sozusagen aus dem Bankvermögen getrennt. Ne? Man ist dann nicht mehr Teil der Konkursmasse der Bank. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die jeder mitnehmen sollte. In was man anlegt, gut, da muss man sich, glaube ich, längere Zeit Gedanken drüber machen. Also mein Ansatz ist es immer zu versuchen, dort zu investieren, wo ich günstige Kurse bekomme, wo ich ansprechende Dividendenrenditen erhalte. Das heißt, wie bei den Anleihen der Zins, der jährliche Zins eine Rolle spielt, ist es bei den Aktien halt, die sind natürlich schwankungsstärker im Kurs als eine Anleihe, aber die haben natürlich eine Verzinsung mit Dividenden. Und die Dividendenrendite muss dann schon ansprechend sein im Vergleich zu dem, was ich an Zinsen bekomme. Das heißt, momentan schaue ich, dass ich über 5%, also mindestens 5% Dividendenrendite erhalte. Und wenn die Firma dann auch noch eine Möglichkeit hat zu wachsen, also meines Erachtens glaube ich, dass die Energiekrise ein ganz starkes Thema wird und dass die erst über viele Jahre gesehen gelöst werden kann. Also die ganzen, wir haben auch in Europa, wir haben Gasvorkommen, wir haben Ölvorkommen zum Teil, auch ich sag mal offshore vor Zypern und also es gibt schon noch einzelne Felder, die man entwickeln Es könnte gibt aus noch jede europäischer Menge Sicht. sogar, aber Ja. man entwickelt es halt nicht. Zum Beispiel in Deutschland, in Genau. Niedersachsen, gibt es ein großes Gasfeld, was für 30 Jahre reichen würde. Aber Fracking in Deutschland ist halt ein No-Go, weil man es so Ja. verteufelt, ne? Also die Und die Option. Kapitalkosten sind natürlich extrem, also im Verhältnis zu dem, was man bekommt. Man bekommt halt immer nur ein bisschen Energie raus, über viele Jahre dann gesehen. Aber die Kapitalkosten davor, da muss man erstmal bereit sein, die zu stemmen. Und heute ist ja die konventionelle Energie wird so verteufelt, sage ich mal, Das dass ist das Problem, man genau. baut lieber Windräder auf, wo ich, sage ich mal, im Grunde weniger ein Problem damit hätte. Aber alle Studien zeigen, Wind- und Solarenergie sind im Grunde nach 10, 15 Jahren sind diese Anlagen im Prinzip ausgelutscht. Die sind dann technisch veraltet und müssen im Prinzip ersetzt werden. Und wenn die 20, 30 Jahre laufen würden, dann wäre das was anderes. Aber wenn ich alle 10 bis 15 Jahre die Kapitalkosten erneut aufbringen muss, dann habe ich ein Problem. Und momentan wird alles versucht, in diese erste Welle zu investieren an erneuerbare Energie. Und niemand sagt den Bürgern, ja, und dann kommt die zweite Welle, dann kommt die dritte Welle. Und dann habe ich im Grunde 3, 4 Mal mehr investiert, obwohl ich heute bei den Zinsen und die Zinsen jetzt wieder positiv sind, muss ich das ja abzinsen. Das heißt, jede Kapitalinvestition muss ich dann sozusagen zurückrechnen und da lohnt sich das dann, also momentan lohnt es sich einfach mehr,
in konventionelle Energieträger zu investieren weltweit, ne, wo ich dann zum Teil 10%, zum Teil noch 15% und mehr Dividendenrendite bekomme und das in einem Engpass. Und solange dieser Engpass anhält, dann habe ich natürlich sehr, sehr gute Renditen auf mein Kapital. Aber es macht keinen Sinn, also meines Erachtens macht es gar keinen Sinn, in diese grünen ESG-Themen zu investieren. Also ich glaube ja auch, also wir wissen ja, dass die erneuerbaren Photovoltaik und Wind nur mit Subventionen funktionieren. Vattenfall hat ja ein großes Projekt vor England abgesagt. Das waren 4 Gigawatt, die man aufbauen wollte. Und das sollte ohne Subventionen laufen. Und das Projekt hat sich nicht gerechnet. Und so ist es halt, sobald man die Subventionen bei den Erneuerbaren streichen würde, würde keiner es mehr machen, weil die Projekte sich nicht rechnen. Und das zeigt ja eindeutig, dass das der falsche Weg sein muss, weil wir wollen ja zu günstigen Energiekosten. Und günstige Energiekosten kann ich nicht damit kriegen, wenn ich ein unwirtschaftliches System betreibe. Und genauso ist es ja auch mit dem Wasserstoff. Und was ich immer so schräg finde, immer wenn so die Zustimmung in der Bevölkerung so wackelt, dann kommt wieder irgendeine Innovation, wird aus dem Hut gezaubert, die jetzt die Lösung bringt. Meistens bei den Batterien und Langzeitspeichern. Oder dann kommt mal wieder das Thema der Kernfusion auf. Aber am Ende des Tages brauchen wir heute bezahlbare Energie und nicht in 50 oder 100 Jahren. Das wird bei solchen Diskussionen immer gerne vergessen. Und wenn ich heute technologisch irgendwo einen Durchbruch hätte, dauert es 10 bis 20 Jahre, bis der in der Technik ankommt. Im Gegensatz dazu, ich habe so ein ganz interessantes Projekt gesehen, Chemieanlagenbau Chemnitz. Die haben ein Verfahren entwickelt, das ist industriereif, um CO2-neutrales Benzin herzustellen. Die finden in Deutschland keinen, der es machen will. So krank sind wir schon. Also man würde sogar CO2 dazu benutzen, um das zu machen. Es will niemand haben. Ne? Und da sieht man ja, wie krass das alles hier ist mittlerweile. Und ich weiß auch nicht, wie das hier noch enden soll. Und man muss ja immer die Investitionsströme dir anschauen. Ne? Wenn ich jetzt einen Investitionsstrom habe in der Vergangenheit, ich sag mal, unsere konventionellen Energieträger sind jetzt 100 Jahre alt schon. Das heißt, die wurden sogar immer wieder permanent erneuert. Und das heißt, ich habe jetzt jedes Jahr vielleicht 3%, 5% der Kapazität, die theoretisch in diese Altersgrenzen hineinrutschen, wo man sie ersetzen könnte. Und dann kann ich da natürlich etwas Altes nur immer mit etwas Neuem ersetzen, in einem maximalen Rahmen von diesen 3 bis 5% zum Beispiel. Ne? Und dann dauert es sozusagen, wie beim Auto ja auch, wenn ich alle Autos ersetzen möchte, dauert es sozusagen 20 Jahre, bevor ich dann meinen Bestand an bestehenden Autos mit E-Autos ersetzt habe. Und das wird meistens eben nicht berücksichtigt. Und von heute auf morgen, wie es immer so heißt, wir müssen das in 5 oder 10 Jahren alles ersetzen. Die Pläne sind natürlich sehr schön, aber es kann nicht funktionieren, weil die Volkswirtschaft gar nicht in der Lage ist, diese enormen Kapitalkosten zu stemmen. Also Robert Habeck hatte das ja vor ein paar Tagen auf den Punkt gebracht und hat da sozusagen eingestehen müssen, ja, um alle Häuser auf den Standard zu bringen, wenn man sie haben möchte, dann kommt ein Kostenblock von 200.000 Euro pro Hausbesitzer auf die Leute zu. Aber das war nur die Isolierung, die energetische Sanierung, da war die Heizung noch nicht dabei. Da war die noch nicht mehr drin. Ach so. Und ich habe das nämlich auch gehört, diese Zahlen. Und und das muss man sich mal vorstellen, vor allen Dingen, wenn man sich mal das Ergebnis dann ansieht, wie viel Energie man dadurch nur einspart, das ist nämlich das, was gar nicht gesagt wird, weil eigentlich würde es bei den meisten Häusern reichen, die Dächer zu isolieren, weil über das Dach geht halt am meisten weg und den Rest kann man sich im Grunde sparen. Oder es gibt, ich habe jetzt von ganz tollen neuen Heizungskonzepten Kenntnis bekommen, die wirklich mit viel geringeren Kosten hinkommen, weil sie einfach ganz andere Konzepte sind. Aber die werden natürlich auch nicht propagiert momentan. Und das ist halt, irgendwie geht hier, glaube ich, momentan alles so ein bisschen in die falsche Richtung. Insofern sei froh, dass du nicht in diesem besten Deutschland aller Zeiten momentan wohnst. Und ich kann nur sagen, ich denke, der Winter wird extremst spannend. Zum Abschluss vielleicht noch, Andreas, was würdest du denn unseren Zuschauern jetzt raten, wenn sie ein bisschen Geld überhaben und entsprechend in Aktien investieren wollen? In welche Richtung sollten sie schauen? Und vor allen Dingen, weil wir haben ja, wie gesagt, hier so in Deutschland ein bisschen das Thema der Wirtschaftskrise und
Kann man eigentlich, wenn man in Deutschland lebt, Aktiendepots und Aktiengeschäfte auch sicher aus dem, also auf einem, mit einem Depot, was nicht bei einer deutschen Bank ist, machen? Weil ich muss sagen, ich hätte momentan mit deutschen Banken erhebliche Bauchschmerzen. gesagt, ich würde sagen, ja, also jeder, man muss natürlich immer schauen, bei welcher Bank man das Depot hat, das ist klar. Unter Umständen macht es Sinn, natürlich bei ab größeren Beträgen, ab 50, 100.000, dann nach sehr, sehr sicheren Banken im Ausland zu suchen. Und zum Beispiel Liechtenstein, also die Landesbank Liechtenstein, die hatte jetzt auch, gibt es im Prinzip nur zwei Banken dort, und die haben einen sehr hohen Vermögenszuwachs erzielt in dieser Zeit, weil aus ganz Europa strömen die Menschen nach Liechtenstein, weil sie sagen, das ist jetzt noch sicherer als die Schweiz, das ist das Königshaus, was darauf schaut, ne? Die haben auch keine spekulativen Kreditgeschäfte ausstehend, in sehr geringem Umfang Hypothekengeschäfte an sehr, sehr zahlungsfähige Kunden, und deswegen sage ich mal, also die LLB, Landesbank Liechtenstein, und die LGT, ne, das sind die zwei Institute, die sehr, sehr hohen Vermögenszuwachs haben, auch aus deutschen Kundenkreisen. Da könnte man sich auf jeden Fall umschauen, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Es gibt auch in der Schweiz, gibt es auch noch einige Möglichkeiten. Also es ist auf jeden Fall nicht illegal. Man muss ja die Steuernummer sowieso eingeben bei der Depot eröffnen. Deswegen ist es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man in die Schweiz geht, dann ist man zumindest schon mal aus dem Teil der EU raus, ne? Und sollte es dann innerhalb der EU zu Repressalien kommen, dass man irgendwelche Vermögensabgaben machen müsste oder dergleichen, ist man da erstmal so ein bisschen, möglicherweise ein bisschen außen vor. Es kann natürlich sein, je nachdem, wie das Gesetz formuliert wird, dass man dann trotzdem bezahlen muss, aber man hat zumindest schon mal. Ich glaube, so ein bisschen besser ist man positioniert, auch wenn die Gefahr der Bankenpleiten, würde ich jetzt in der Schweiz jetzt bei den kleineren Instituten als nicht so groß ansehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu einer UBS gehen, ne, die dann natürlich weltweit vernetzt ist, diese ganzen Probleme der Credit Suisse Fusion noch an der Backe hat. Also da würde ich ein bisschen aufpassen davor, vor solchen Großbanken, sage ich mal. Aber es gibt kleine spezialisierte Banken, da werden auch die Bilanzen veröffentlicht. Da kann man auch Einblick nehmen in die Bilanzen, kann schauen, wo hat meine Bank sozusagen die Verbindlichkeiten außenstehend, wo könnte dann ein Problem daraus entstehen. Ne, das würde ich auf jeden Fall erstmal dazu raten, dass man sich informiert. Dafür habe ich den Cambridge Investment Club geschaffen, also cambridge-club.com. Kann sich Ich jeder, verlinke das auch in der Videobeschreibung. ja, also gerne mal dort informieren, auch was Einzelinvestment-Ratschläge betrifft. Also eben jetzt im YouTube kann ich das jetzt relativ schlecht. Könnte jetzt natürlich drei, vier Aktien nennen, aber ich weiß dann nicht, ob ich dann in 3 Monaten oder in 6 Monaten dann immer noch zu diesen Titeln stehe oder was sich da fundamental tut. Also man muss dann, wenn man in Einzelaktien investiert, muss man sich schon dafür interessieren, sage ich mal. Man muss da schon einen Blick drauf haben, was diese Unternehmen machen, wie sie investieren, welche News-Entwicklungen sozusagen es gibt. Ansonsten schlage ich immer vor, eine Art, ja, aktiv passives Depot zu machen, also aktiv zu entscheiden, in welche Sektoren will ich investieren. Ich sage mal, Energiesektor ist für mich eine große Sache, auch Nahrungsmittel zum Beispiel, ne? Also ich habe auch einige Fisch, also die Fischfonds, mit denen die in Lachs. Lachszucht investieren. Ne? Das finde ich sehr interessant, weil der Lachs ist auch so ein sehr komplizierter Fisch, der lässt sich nicht so leicht fangen und lässt sich auch nicht so leicht züchten. Deswegen ist das sozusagen begrenzter Zuwachs an Zuchtlachs, und die Nachfrage nach Lachs nimmt aber sehr deutlich zu. Also Europa, da wird sehr, sehr viel Lachs gegessen. Wahrscheinlich sind wir da schon über den Hochpunkt hinaus, ne? Dass man sagt, das Wegen der können sich die Kosten mit Menschen Sicherheit. Gar nicht mehr leisten. Also ich habe jetzt 5 € bezahlt letztens für ein bisschen Lachs, aber dafür hat man dann Asien und solche aufstrebenden China, Märkte, die erst anfangen. Indien. Ja. Ja. Okay. Also solche Sachen, und dann würde ich noch sagen, ja, also diese
Zinsanlagen jetzt nutzen, also weil die Menschen haben überhaupt noch nicht gelernt, wie man in ein Hochzinsumfeld investiert. Viele sind immer noch auf dem Dampfer, Zinsen sind immer tief, und aber man kann natürlich jetzt auch durch diese hohen Zinsen, also die Unternehmensanleihen zahlen höhere Zinsen, Staatsanleihen zahlen höhere Zinsen. Da gibt es so Produkte und Kombinationen, wo man durchaus jetzt schon im Einzelfall, also Profi-Investoren kriegen jetzt schon 10% Verzinsung pro Jahr hin. Und während der Privatanleger immer noch so bei 2-3% rechnet. Ne? Also da gibt es schon große Differenzen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also sag mal, wenn man seine Verzinsung auf sein eigenes Vermögen, sage ich mal, in Richtung 5% und höher bringt, dann hat man eigentlich schon ja, ein sehr gutes Auskommen. Dann verdoppelt sich sozusagen das Kapital alle 5 bis 10 Jahre. Naja, nachdem, wir haben ja eine hohe Inflation, aber das wäre das zumindest dazu, mal ein ne? gewisser Inflationsschutz. Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber noch eine Frage, und zwar Gold müssen wir noch machen. Wenn man jetzt ein Aktiendepot hat, ja. Also mir hat ein Aktienberater mal gesagt, er hat einen Teil dieses Geldes auf dem Depot schon in Aktien investiert und das restliche Geld lässt er jetzt da liegen und wartet erstmal, bis der Markt zusammenbricht und will dann investieren. Ja. Ja. Ist das grundsätzlich eine gute Strategie oder wäre es nicht besser, jetzt in, ich sage jetzt mal, dann in andere Werte, in Rohstoffe oder was auch immer, zu investieren? Weil ich habe so ein bisschen Sorge, wenn es einen Währungscrash gibt, dass dann eben dieses Geld nichts mehr wert ist. Ja, das ist sicher eine berechtigte Sorge. Deswegen würde ich auch sagen, im Grunde sollte man schon schauen, wenn man investiert, dass man 2/3 ungefähr vielleicht, also mindestens die Hälfte seines Vermögens sollte dann schon investiert werden in einem relativ kurzen Zeitfenster. Das heißt, man kann sich dann Gedanken machen, ich kann ja dann einen Teil Edelmetalle nehmen als Schutz, ne, als Schutzmechanismus. Wenn es dann wirklich zu einer extremen kurzfristigen Entwertung kommt, sagen wir von Euro-Dollar, muss man dann halt immer die Frage stellen, gegen was entwertet es, gegen welche, gibt es eine andere Währung, die dann aufwertet dagegen? Das halte ich für wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also selbst der russische Rubel, sage ich jetzt mal, wo man sozusagen den Gegenpol zum westlichen System gebildet hat, der ist auch schon sehr schwach geworden in letzter Zeit. Ne? Hat also auch von seiner Stärke wieder einbüßen müssen. Deswegen würde ich schon sagen, Edelmetalle sind das Nonplusultra für diese Crashs, also um diese Crashs abzufangen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie kurzfristig die Entwicklung aussieht. Da kann Aber ich jetzt wer also das sagen könnte, der wäre Milliardär, glaube ich. Genau. Also das können wir also natürlich. Also 5 bis 10% oder 20% kann es immer in die eine oder andere Richtung gehen. Damit sollte man auch gar nicht, sollte man sich gar nicht so mit beschäftigen. Aber langfristig, ich sage mal, mein erstes Gold habe ich gekauft bei $400. Boah, und jetzt stehen Wahnsinn. Wir bei $2000 fast. Jetzt sind wir wieder bei 1800. Ja gut, vielleicht gehen wir sogar noch auf 1500, $1600 runter. Dann würde ich auf jeden Fall noch mehr kaufen. Aber so kann man, aber ich würde schon sagen, eine Zinskomponente im Depot, eine Aktienkomponente, die sozusagen laufend mehr Geld mir bringt und dieses Geld, was ich erwirtschafte, dann in die Edelmetalle zum Beispiel investieren. Und kurzfristig, sage ich mal, für meinen Lebensbedarf habe ich halt ein gewisses Liquiditätspolster. Das lege ich, sage ich mal, je nachdem, was gerade möglich ist. Also ich hatte jetzt bei meinem Kanal ein Video gedreht mit einem Vermögenswerter, hat mir eine Anleihe vorgestellt, die 8% Zinsen über dem kurzfristigen Zinsniveau bringen, also 12% Zinsen bezahlt. Das ist natürlich eine Spezialanlage, die hat auch gewisse Risiken natürlich. Also steckt aber eine sehr erfolgreiche Firma dahinter. Und da sage ich mir halt, gut, wenn ich jetzt nur einen kleinen Teil meines Geldes in diese 12% verzinsten Anleihen investiere, dann muss ich mir dann mit dem anderen Teil jetzt nicht so Gedanken machen, ne? Und kann das auch mit geringerer Verzinsung liegen lassen. Und das schon. Und auch klar, ich sage mal so ein Viertel Goldanteile, 25% Gold aufs Gold und Silber verteilt, das könnte Sinn machen für viele Anleger. Also es gibt ja immer so diese Berechnungsmethode, dass man ganz gut fährt, wenn man das so in Viertel, wie so ein Stück Kuchen, in Viertel einteilt und dann kaufe ich ein Viertel Aktien, ein Viertel, sage ich mal, Hybride, so Mischprodukte, wo Zinsen, hohe Zinsen anfallen, auch aus Unternehmensseite gesehen, dann noch ein Viertel an Liquidität, das heißt den kurzfristig verzinsten und nochmal ein Viertel Edelmetalle. Da kommt man eigentlich ganz gut hin und sollte mal wirklich etwas günstiger werden, ne? Wenn man wirklich ein
ein Teil dieses Viertels wird immer sehr günstig bewertet, dann kann man dann natürlich die anderen Teile hin umschichten, ne? Dann kann man mal ein bisschen, sagen wir mal, kann man auch mal von einem Viertel Aktienquote kann man auch mal 40, 50% hochgehen oder sogar 60%, wenn es Sinn macht. Aber ich glaube auch, es macht auf jeden Fall Sinn, wie du das gesagt hast, als Neuanleger zu warten, bis es wirklich Chancen gibt, weil irgendwie die Zentralbanken haben praktisch noch nie eine Rezession vorhergesehen, haben die Zinsen immer erhöht bis zum Schmerzpunkt und dann haben sie eine Rezession auch mit ausgelöst und haben die Panik noch weiter angeheizt. Und ich meine, so sind schlussendlich die großen Vermögen entstanden, nicht einfach durch Kaufen und Liegen lassen, sondern durch aktives Management, durch Chancen wahrnehmen. Das heißt, wenn die Börsenkurse um die Hälfte kollabieren innerhalb von einem Monat oder zwei, ne, also wenn dann wirklich das Blut in den Straßen fließt, wie der alte Ausspruch von Rothschild ist, ne, dann muss man sozusagen investieren. Ne. Also dann muss man einfach die Augen zumachen und sagen, ja, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Und selbst wenn es dann schlimmer wird, gut, dann ist es mir auch egal. Ne? Dann geht es mir sowieso so schlecht, wenn es dann noch schlimmer wird, dann spielt das bisschen Geld in den Aktien dann keine Rolle mehr. Deswegen muss man dann den Mut haben, bei Tiefstkursen zu kaufen. Aber man darf auch die Geduld nicht verlieren und man sollte jetzt nicht unbedingt ins Hoch greifen. Also die meisten Aktien haben in diesem Jahr Höchstkurse über den Sommer gebildet, im Juli, August. Seitdem sind wir zum Teil schon erheblich zurückgekommen. Also viele dieser Standardaktien, die man so hört, Coca-Cola zum Beispiel, ne? Und solche, wo alle immer sagen, da kann man blind investieren. Ja, aber wenn die Zinsen zu hoch sind im Vergleich, dann rutscht dann auch eine Coca-Cola mal ab oder eine McDonald's. Ne? Und die gehen dann halt auch, diese Neubewertung geht dann recht schnell. Dann sind die auf einmal 20, 30% günstiger. Dann kaufe ich lieber 20, 30% günstiger als ins Hoch hinein. Das ist sozusagen mein Ja, es Ratschlag. ist schon eine kleine Wissenschaft für sich mit dem Aktienmarkt, aber dafür gibt es ja so Leute wie dich und deine Angebote. Ich werde die, wie gesagt, verlinken. Ja, möchtest du am Schluss noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas noch vergessen heute oder was Ja, wäre dein was Schlusswort? mich persönlich interessiert, ist einfach, wie glaubst du die Lage im Winter, wie wird sich das darstellen? Haben wir noch mal das Risiko eines Blackouts diesen Winter möglicherweise größer als im letzten Winter, als das ja schon als reale Gefahr angesehen wurde? Ich habe so das Gefühl, dass die Politik beschwichtigt hier zu stark und wir laufen im Februar wirklich auf ein Problem hin, könnten ein Problem bekommen wieder. Also, ich würde sagen, die Lage ist in jedem Fall gefährlicher als oder das Risiko ist größer als im letzten Jahr. Und zwar aus folgendem Grund. Zum einen ist der volle Gasspeicher überhaupt kein Garant dafür, dass wir dieses Gas bekommen. Und Initiative Gasspeicher hat auch gesagt, wenn es ein kalter Winter wird, kann das Gas im Januar schon alle sein. Und dieses Gas ist ja im Grunde im Privatbesitz und kann dem verkauft werden, der am meisten zahlt. Also dieser Gasspeicherstand sagt eigentlich nichts zum Thema Versorgungssicherheit aus. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Das andere Problem ist, dass ja mittlerweile unsere Energieversorgungshardware, also die Kraftwerke, wir sind ja auf Anschlag. Wir haben jetzt noch 76 Gigawatt. Also immer wenn die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, überhaupt stimmen, was ich nicht überprüfen kann, dann haben wir in der Theorie noch 76 Gigawatt an konventioneller Kraftwerksleistung, die theoretisch uns komplett versorgen könnte, weil wir brauchen in der Spitze 75. Du hast aber auch selber schon gesagt, wir haben in diesem Jahr extrem viel Strom importiert in Deutschland. Wir haben im Schnitt am Tag 20% Importstrom. Und die Frage, die sich mir stellt von diesen theoretischen 76 Gigawatt, wie viel sind es denn wirklich, die tatsächlich produzieren könnten, weil zum Produzieren gehört ja auch der Brennstoff. Und die installierte Leistung sagt ja nichts über die Brennstoffkapazitäten. Und da sehe ich das ganz große Problem, denn ob Brennstoff genügend verfügbar ist, hängt ja dann wiederum von den Transportmöglichkeiten ab, die auch wieder was mit der Witterung zu tun haben, weil es kommt ja fast alles per Schiff mittlerweile. So, oder auch davon, ob derjenige uns beliefern will. Das ist das zweite Problem. Also, wenn ich alles zusammen betrachte, dann denke ich, sind wir auf sehr, sehr dünnem Eis hier unterwegs und es darf einfach nichts schiefgehen. Das ist aus meiner Sicht der Punkt. Und wenn nichts schiefgehen darf, ist das immer eine ganz blöde Voraussetzung, weil frei nach Murphy passiert ja immer alles das, was passieren kann dann. Und
Ja, deswegen, also ich mache mir für diesen Winter extremst große Sorgen, vor allen Dingen, wenn dann der Preisschock noch dazukommt. Und wir haben ja momentan in Deutschland die Situation, ist zumindest meine Einschätzung, dass der normale Bürger den Umfang der Krise überhaupt noch nicht erfasst hat. Das heißt, wie du auch schon eben mal gesagt hast, die meisten glauben, es ist kurzfristig und es ist eigentlich alles in Ordnung in diesem Land, weil die Leute fahren in Urlaub, die Leute geben ihr Geld aus, als gäbe es keinen Morgen. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Krise in ihrem Umfang, nämlich wir haben ja keine Krise, die jetzt gerade mal ein Jahr läuft, sondern wir haben ja eine Krise, die uns wahrscheinlich 10 Jahre Minimum beschäftigen wird. Und wenn dann die Arbeitslosenzahlen steigen und was dann passiert in diesem Land, da bin ich extremst gespannt. Und ja, also für mich ist das hier eine extremst explosive Mischung gerade in Deutschland und die macht mir sehr, sehr große Sorgen. Ja, das ist interessant, ne? Vor allem, was man kann jetzt nicht, aktiv kann man wahrscheinlich auch gar nichts als so wahnsinnig viel tun, ne? Man ist das sozusagen ausgeliefert, Entscheidungen, die dann irgendwann in 5 bis 10 Jahren sozusagen ihre Früchte tragen und die Genau, nächsten das Jahre ist ist man das einfach Problem. Passagier, blinder Passagier Ja, sozusagen. und vor allen Dingen gefesselter blinder Passagier. Ja. Und das Allerschlimmste ist, was aus meiner Sicht diese Katastrophe nochmal wirklich potenziert, sondern nicht nur vergrößert. Wir müssen uns vorstellen, wir haben hier große Teile der Bevölkerung, die haben noch nie eine Krise erlebt. Also die Kriegsgeneration ist ausgestorben. Die Kinder der Kriegsgeneration, die sind auch bald ausgestorben. Das heißt, wir haben hier nur Leute, die hier wirklich das Schlaraffenland erlebt haben, immer volle Supermarktregale. Man konnte immer alles zu jeder Zeit beschaffen. Man hatte Geld, sich das alles zu beschaffen. Und hier herrschte Frieden. Und ich mag mir nicht vorstellen, was passiert, wenn diese Menschen aus ihrem Schlaraffenland wirklich auf den Boden der Tatsachen fallen werden. Weil es ist ja nicht nur so, dass das ein Schock ist, sondern die sind ja nicht fähig, mit dieser Situation umzugehen. Das ist ja das Drama. Brauchen wir ja nur mal schauen, wenn du jemandem, der alles mit dem Handy macht, sein Handy wegnimmst. Was kann er dann noch tun? Nichts mehr. Und das ist eben das wirkliche Problem, was ich sehe, dass wir dann tatsächlich eben auch eine Vielzahl von Menschen haben, die sich nicht helfen können. Und das in einem extrem schwierigen Umfeld dann. Und ich weiß nicht, wie das dann hier in diesem Land abgehen wird. Also da bin ich total gespannt. Und ja, ich hoffe, dass das alles relativ friedlich abläuft. Ich habe ja mit ein paar Freunden zusammen vor einem Monat einen Verein gegründet, wo wir eben Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Also wir bringen den Menschen bei, wie man in Krisen mit Krisen umgehen kann. Also nicht nur dieses Vorsorgethema, was ich schon seit Jahren mache, sondern jetzt gehen wir aktiv in die Krisenbewältigung. Aber die Resonanz ist momentan noch sehr, sehr schwach, weil viele Leute sehen die Notwendigkeit einfach nicht, sich auf schlimme Zeiten vorzubereiten. Und das wird, glaube ich, dann auch vielen das Genick brechen. Ich sehe das ja vor allem auch aus der Sicht geopolitischen Sicht auch als sehr kritisch, weil wir haben ja momentan immer noch den Krieg Ukraine, Russland etc. Und ich habe so das Gefühl, dass Russland immer mehr in die Enge getrieben werden soll aus westlicher Sicht, ne? Wo sie dann irgendwann mal sagen, ja gut, wir wissen auch nicht mehr weiter. Also es gibt einige Ex-Generäle aus Russland, die schon gesagt haben, ja, wir müssen auf jeden Fall einen Atomwaffentest jetzt vom Zaun brechen. Wir müssen auf jeden Fall schon mal dem Westen ganz klar zeigen, hier ist die rote Linie. Wenn sie da drüber gehen, dann kann es also wirklich ganz massive Konsequenzen haben. Und im Westen ist man sich dessen anscheinend noch nicht so, habe ich so das Gefühl, noch nicht so richtig bewusst. Man will einfach diese Taurus-Raketen liefern, ohne dass man dann Russland beschießen kann. Und dann kriegt der Russe auch mal eins auf die Mütze, ungefähr wird da gedacht. Und auch in dieser Ja, also das ist Stammtischmentalität, denen ist es gar nicht Kindergarten. bewusst, dass Russland 4000 nuklearen Sprengköpfe noch sozusagen Ja. bereitstehen hat, Vor ne? allen Dingen, Putin hat ja gesagt, es reicht. Das hat er ja auch gezeigt mit allem, was er jetzt tut. Und er hat auch auf der Waldai-Konferenz ganz klar gesagt, wenn das Land gefährdet ist oder wenn die Alarmsysteme anzeigen, dass man mit nuklearen Waffen angegriffen wird, dann wird mit aller Härte zurückgeschlagen. Und was da deutsche Politik zum Teil geäußert hat, dass man über einen begrenzten Atomschlag philosophiert,
Das ist aus meiner Sicht von Menschen fabriziert worden, die absolut keine Ahnung von Geopolitik haben, die da auf einem Posten sitzen, der ihre Kompetenzen und Fähigkeiten weit übersteigt. Und anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Alleine, dass man als ein besetztes Land, wir sind ja noch nicht mal ein souveränes Land, wir sind ein besetztes Land, wir haben gegen die Besatzungsstatuten auch schon verstoßen. Das heißt, Russland könnte hier ohne Gründe einmarschieren, weil wir eben eine kriegerische Handlung gegen Russland verübt haben, indem wir Waffen liefern, indem wir deren Soldaten ausbilden. Und dann bläst man noch solche Töne, das halte ich für extremst problematisch. Und du hast es selbst gesagt, es ist denkbar, dass der Krieg ausgeweitet wird, aber das ist ja gar nicht die einzige geopolitische Krise. Schau dir mal das Thema China, Taiwan, Südkorea an, schau dir Iran, Israel an, schau dir Griechenland, Türkei an. Wir haben so viele Brandherde momentan, dass wir eigentlich, ich sag mal, so viel Spannung wollte ich eigentlich in meinem Leben gar nicht haben. Und was da noch alles auf uns zukommen kann, das wissen nur die Götter und ich hoffe, es geht alles gut aus. Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall, was Anlagen betrifft, könnt ihr euch gerne bei mir melden beim Cambridge Club. Und was Krisenvorsorge betrifft, da werden wir mit Robert Jungnischke natürlich weiterhin im Austausch bleiben und versuchen dann die größtmögliche Sicherheit und Vorbereitung sozusagen zu tätigen. Und dann hoffen wir mal, dass wir da durchkommen durch die ganze bisschen Schlamassel. Prepare and hope, geh vom Schlimmsten aus und hoffe Ja. das Beste. Und ein bisschen Glück brauchen wir halt auch. Lieber Andreas, ich sage vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant für unsere Zuschauer. Die Kontaktdaten sind in der Videobeschreibung und ich sage auch Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, übernehmen Sie auch Verantwortung, was Ihr Geld angeht. Sie müssen ein bisschen selber machen, damit Sie dafür sorgen, dass Ihr Bestes, nämlich Ihr Geld, auch erhalten bleibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnischke. Vielen herzlichen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüss.